Wer Ruhe und Entspannung sucht, wird im Natur- und Umweltpark Güstrow meist fündig. Außer am 7. Juli. Zusammen mit zahlreichen Partnern feierte der NUK bereits zum 8. Mal sein großes Sommerfest. Neben Meerschweinchen und Co. begeisterten unterhaltsame Attraktionen groß und klein. Auf der Bühne führten Oliver Schubert und Mario Paab durch ein abwechslungsreiches Programm. Musik, Tanz und Unterhaltung lockten zeitweise über 4000 Zuschauer zugleich auf den Festplatz. Besonders groß war der Andrang beim Highlight, dem Auftritt der DSDS-Finalistin von 2012, Sarah Engels. Der Tag neigte sich dem Ende zu, doch es bleibt spannend im NUK, weiß Geschäftsführer Klaus Tuscher. Im nächsten Jahr starten wir mit einer neuen Erweiterung. Der Park wird nochmal 70 Hektar größer. Und dann geht es um das Thema vor allen Dingen Wolf und Wald. Es wird also im Erweiterungsgelände dann 14 Erlebnisstationen geben. Also dann, bis zum nächsten Mal im Natur- und Umweltpark Güstrow.